Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge auf der Micmap mit dem Leo. Hi, na? Ja, Leo. Ja, Werner. Gibt's irgendwas Besonderes zu sagen zum Wochenstart? Ja, wir wollten noch das mit dem Funkgerät hinkriegen. Richtig, ne? Richtig. Das wird erstmal aufs Eis gelegt, weil das ist doch nicht so einfach, wie wir uns das damals vorgestellt haben. Und ansonsten, denke ich mal, ist alles beim Alten, ne? Eigentlich schon. Ja. Wir haben zwei neue Mods mit reingenommen. Den Hanomag und einen Ladewagen, einen Pöttinger Ladewagen. Aber das ist nichts Besonderes, also. Genau. Ja, nur dass ihr, ne, Bescheid das, wisst. Das, ja. Sonst? Ansonsten geht los, würde ich sagen, ne? Geht los, ja. Ich wünsche dir viel Spaß, ne? Jo, auch bis später. So. Sound muted. So, gut. Ich habe natürlich jetzt auch ein, zwei Sachen von dem guten Leo abgeguckt, muss ich ja ehrlicherweise gestehen, ne? Also so wie diesen Hänger, also so wie diesen, Füllstand, so, ne? Oder so wie diesen, ne, nicht Füllstand, sondern diesen Kurs. Den habe ich mir tatsächlich vom Leo abgeguckt. So, es geht gleich weiter. Genauso wie den hier, den werden wir auch so machen. Ne? Ich bin immer der runtergefahren, ne? Du musst eigentlich nur zack, zack. Das war's schon. Du musst nur zack, zack. Ich muss immer nur, hier, der hier. Okay? Mach das. Hat das schon Reichweite? Ja, das, ne? Wart, geben wir ein bisschen Zeit. Warte, bis Füllstand erreicht ist. Dann läuft das schon. Das heißt, unsere Drescher laufen jetzt schon. Das passt, das passt, das passt. Hier sind wir beschäftigt gewesen, natürlich. So, den werden wir gleich wegbringen. Und zwar, wir haben 62.000. Ich muss noch ganz kurz überlegen, was ich mit dem Ganzen mache. Es ist aber auch so, dass ich mir aufgeschrieben habe, weil ihr habt mir fleißig in die Kommentare geschrieben, ne? Dass hier das und das und bla bla bla. Und zwar habe ich mir jetzt alles aufgeschrieben, was ihr mir in den Kommentaren geschrieben habt, zwecks Felder. Das heißt, ich weiß jetzt genau, welche Felder gehören mir und was ist da momentan drauf, was erntebereit ist. Das habe ich mir jetzt alles aufgeschrieben, damit ich das wirklich vor mir habe. Und damit wir da nicht mehr fragen, ist das jetzt meins oder nicht oder was da drauf. Ne? Das habe ich alles schon vorbereitet. Ich weiß, dass der Leo das nicht korrekt findet, dass ich hier durch die Zäune fahre. Aber ganz ehrlich, warum nicht? Warum nicht? Ich muss den Leo auch nach der Folge eine Sache fragen, ob er... Es wäre theoretisch möglich... dass man aus Stroh auch Silage macht, bin ich der Meinung. Kann ich das hier abladen oder wollt ihr das hier nicht haben? Das wäre auch so eine Frage, ne? Weil viele Leute haben geschrieben, die Kühe und der, nein, und die Kühe. Die Kühe werden sich jetzt in nächster Zeit öfter, also mehr bemüht, sagen wir es mal so, wie es ist. Kann das sein? Ach hier, guck an, hier war gerade ein Symbol. Weil wir haben wirklich ausreichend Strom mit. Ah, hier kommt das rein. Okay. Dann ist das schon mal gesichert. Da können wir gleich nochmal den Kurs raussuchen. Wo haben wir das weggenommen? Vom Feld 8, glaube ich, war das, ne? Habe ich Feld 8 eine Kurs gemacht? Es wäre intelligent, wenn ich das gemacht hätte. Ich weiß es aber nicht genau. Boah, was habe ich denn für Kurse hier? Ich habe das, ne? Also die letzte Aufnahme ist schon ein bisschen her. Entladen zu. Wir gucken gleich mal nach. Hofmitte zu Feld 7. War das Feld 8? Ich glaube ja. Ab und zu Hoflade. Alter, ich habe keine Ahnung, was ich da für Kurse gemacht habe, ne? Ich weiß es einfach nicht mehr. Lass mal ganz kurz gucken. Feld 8. 8 Meter, sagen wir einfach mal, ne? Ne, das war so, nicht so. Irgendwie hatte ich das gemacht, aber ich weiß es leider nicht mehr, wie das ging. Ach, guck an. Aber das passt. Doch, das passt. Genau, das war unser Kurs. Alter, war das unser Kurs? Ohne Witz jetzt? Das wäre natürlich schon nice. Was haben wir denn hier? Das ist dürfte eigentlich Feldarbeit sein, glaube ich. Achso, ja, wir haben nicht alles rausbekommen. Verdammt, das habe ich gar nicht geguckt. Okay. Ich weiß, dass der Leo schon mehr Kühe hat. Das, wow. Das ist mir alles klar. Ist mir aber ehrlich gesagt egal, weil wir haben andere schöne Sachen. Wir haben mehr Traktoren, wir haben gute Maschinen, also daran wird es nicht scheitern. Was macht ihr zwei Hübschen da eigentlich? Könnt ihr mir das mal irgendwie erklären, was das hier werden soll? Kuscheln oder was? So, sehr schön, es läuft. So, ich wollte, genau, Förderband, hier, Förderband haben wir gekauft. In der letzten Folge noch. Da werden wir das jetzt gleich am Komposter aufbauen und dann mal gucken,
Ich weiß, dass der Leo 1 oder 2 Minuten Vorsprung hat. Wobei, das ist da, ne? Also Leute, wegen 1, 2 Minuten, da hänge ich mich jetzt nicht auf. Ganz ehrlich, nee. Das juckt keinen Menschen. Wir werden aber demnächst anfangen, glaube ich, zu häckseln. Tatsächlich, wir haben sehr viele Maisfelder. Und wir haben ja den Don drinnen, ne? Der Don, ich weiß ja, der Leo kauft sich den Don. Der hat es ja schon in seinen Folgen x-mal gesagt, der Don. Und ja, spricht eigentlich nichts gegen, ne? Ja, wenn du mal den Don hast, dann hast du Silage und dann bist du eigentlich schon Chef. Muss man ja wirklich so sagen. So, wir machen das jetzt mal auf. Das kann ich aber gleich machen, hat es nicht so einen Stress. Ich musste erst den hier entladen. Und glaube, ich werde einen Gruß machen. Das wird aber auch ins Getreidelager gehen. Weil, eigentlich ins Weizenlager, Verzeihung. Ich glaube nämlich, dass das nicht so schlecht wäre, wenn man das zum Weizenlager bringt. So, wir machen das jetzt so kurz. Feld 8 war das, ne? Da machen wir jetzt F8. Schwaden. Und zwar aus dem einen ganz einfachen Grund. Das ist ja geschwadet, ne? Und der Schwadkurs und der Sammelkurs ist der gleiche. Wir machen hier noch eine Kursaufzeichnung. Ich muss da gucken, damit die Leute alle beschäftigt sind, damit das läuft. Wichtig ist erstmal, dass die Drescher jetzt ordentlich laufen. Und zwar wird das hier sein. So. Und zwar, das wird zur Hofmitte gehen. Und von der Hofmitte, weil diese Hofmitte, glaube ich, ist eine ganz gute Aktion, was wir hier machen mit der Hofmitte. Das ist unsere Hofmitte, ne? Da gehen so ziemlich alle Kurse hin. Das ist so unser Dreh- und Wendepunkt, wenn ihr das so möchtet. Stopp. Das heißt jetzt, speichern. F8 zur Hofmitte. Zack. Weg. Neu. Jetzt kommt die Hofmitte zum Strohlager, zum Strohgraslager, sage ich jetzt einfach mal, ne? Ich bin in der Hoffnung, dass wenn ich hinten rumfahre, ich weiß nicht, ob das funktioniert, müssen wir gucken, dass ich da vielleicht alle Lager auf einmal mitnehmen kann. Das wäre richtig nice. Und dann, je nachdem, was drin ist, sucht er sich halt den passenden Trigger. Das wäre richtig geil. Ja, aber ob das funktioniert, ist wieder eine andere Sache, ne? Die Frage ist halt, müssen wir jetzt hier, ich glaube, wir müssen hinten reinfahren. Weil die Lager sind an der anderen Seite. War das hier? Das war noch ein zweiter, bin ich der Meinung. Wir fahren mal hier rein. Ich glaube, ich weiß nämlich nicht, ob es da vorne reingeht. Das ist mein Problem dran. So. Hier hinten sieht man die Lager, ne? Hier hinten seht ihr das. Wir müssen da irgendwie rüber. Ich glaube, ich nehme den Schlingelweg. Oder sollte er die Kurve schaffen? Ich glaube, es ist besser, wenn wir vorne rumfahren, dass er die Kurve auch schafft, ne? Das wäre nicht das Schlechteste. So, und jetzt müssen wir gleich mal gucken und analysieren. Also, mir wäre es ja am liebsten, ne? Wenn wir jetzt hier ganz nah ranfahren. Das ist soweit alles okay. Hier nehmen wir uns ein paar Bubbles. Ne? Ihr wisst, was ich meine. Das heißt, wir fahren hier überall durch und dann, je nachdem, was er geladen hat, lädt er es einfach ab. Hier kommt Silage. So, und hier kommt Stroh und hier können wir theoretisch einen abladen. Richtig? Richtig. Nice. Ja, genau so habe ich mir das vorgestellt. Schön. Das heißt, den Kurs haben wir jetzt auch gleich mal drin. Den werde ich aber von... Wir bräuchten noch eine... Sagen wir mal so, wir haben jetzt die Hofmitte, ne? Dann bräuchten wir eine Einfahrt, eine Nordeinfahrt, sagen wir mal, und eine Südeinfahrt. Ich glaube, oder wir machen eine generelle Nordeinfahrt. Aber als allererstes kommen wir hier raus. Wir kommen hier nicht raus. Gut, dass wir geguckt haben. So, wir fahren hier rum. So, jetzt fahren wir hier wieder raus. Nicht, ne, hier ein bisschen weg, weil falls hier ein Anhänger stehen sollte, was da bestimmt wird. So, nice. Dann haben wir den Kurs auch schon mal gemacht. Ja, bitte, besser geht's doch gar nicht. Ich fahre jetzt eigentlich genau falsch rum rein oder raus, ne? Ich hätte vorne reingemusst und hinten raus, aber jetzt fahren wir hinten rein und... Ja, ist egal. Mein Gott, was willst du machen? Läuft halt nicht immer so, wie man möchte, aber ich bin zufrieden, wenn das funktionieren würde.
Und mit den 61.000 werden wir wahrscheinlich sogar den Don kaufen. Ich wüsste nicht, was ich jetzt noch brauche. Ja gut, ein zweiter Ladewagen wäre halt geil. Ne? Und ich müsste was für die Kühe machen. Das stimmt wohl. Das stimmt wohl. So, wir müssen hier einen zentralen Punkt machen. Ich würde sagen, wir müssen uns irgendeine markante Stelle suchen. Diesen Fleck hier im Boden, glaube ich. Den nehmen wir als Punkt. So, dann machen wir hier Stopp. Speichern. H. Also Hofmitte. Stroh. Habe ich. Ja, genau. Heu. Silage. Zu Nord. Verdammt, hatte ich Platz. Okay. Dann nehmen wir. Dann sagen wir einfach H-Mitte. Nicht Hofmitte, sondern H-Mitte. Ne, weil ich muss einfach später nochmal wissen, wie. Ja. Zu Nord. Mehr geht nicht. Okay. Passt. Das ist unsere Nordeinfahrt. Jetzt brauchen wir noch einen Kurs, theoretisch. Weg. Beginnen. Und zwar von der Nordeinfahrt zum Feld. Ich muss gucken, ich werde hier komplett über den ganzen Hof ballern. Das Einzige, was ich gucke, ich darf hier keine Geräte rumstehen lassen, weil dann, glaube ich, haben wir ein Problem. Also wenn hier relativ viele Geräte rumstehen, dann werde ich irgendwann ein Problem mit den Questbefahrern bekommen. Aber das möchte ich ja eigentlich nicht machen oder haben. So. Und jetzt werden wir gleich ein paar Kurse zusammenfügen und dann gucken wir mal, ob das nicht funktioniert. So. Stopp. Speichern. Das heißt jetzt Nord zu F8. Ja? Ne, wir machen das anders. Wir machen das so, wie der Titian das macht, weil ich finde das eine richtig geile Sache, wie er das macht. Wir nennen es F8 von Nord. Der macht, sagt immer von und zu. Ne, ist einfacher. Speichern. So, jetzt. Konzentration. Wir brauchen jetzt den Schwaderkurs für die 8. Bam. Dann brauchen wir Tier zur Hofmitte. Das brauchen wir. F8 zur Hofmitte, richtig. Dann brauchen wir die das Ding hier. H-Mitte, blablabla. Das auch. Und dann brauchen wir noch F8 von Nord. Zack. So. Und dann läuft die Luzi. So. Wir fahren hier runter. Ich lasse ihn einfach mal hier weitermachen. Mach. Und dann müsste das jetzt eigentlich automatisch funktionieren. Sollte. Ne? Das ist immer mit dem großen Fragezeichen, aber es sollte funktionieren. Was ist mit euch, Schätzelein, los hier? Ganz kurz durchsippen. Ey, das läuft doch, oder? Gut. Ich glaube, ich lasse ihn nochmal einen Sprit holen. Weil Sprit... Wir brauchen so viel Sprit. Ich sehe es beim Leo, ne? Der Leo, glaube ich, hat einen kleinen Fehler gemacht. Und zwar, er hat zu kleines Fass gekauft. Weil er hat jetzt schon zwei Fässer gekauft, ne? Ich weiß nicht, ob das so intelligent war, kann ich jetzt so nicht sagen. Hofmitte zum Schlachter. Das ist das hier. Fährst einfach mal hoch und sagst dir, wenn du da bist. Okay. Ach genau, hier, guck mal. Oh, haben wir hier schon einen schönen Haufen liegen. Alles klar. Wir müssen uns auch einen Anhänger kaufen. Unbedingt. Wir brauchen einen größeren Anhänger. Den werden wir uns jetzt demnächst besorgen. Ich muss ein bisschen auf die Zeit gucken. Oh, wir haben noch Zeit, liebe Leute. Wir haben Zeit. Das ist ja das Schöne dran. Wenn du einmal mit Cursor ein bisschen rumgewerkelt hast, ne? Dann läuft das eigentlich fast von selber. Also ich bin mir fast sicher, dass der Leo sich einen Hanomag gekauft hat schon, weil er ja fast drauf gebrennt hat. Wir müssen den Hanomag mit reinnehmen, ich brauche den Hanomag und bla, ne? Ja, das kann ich mir schon gut vorstellen bei dem Herrn Leo, Leosen. Geht das rein? Ja, natürlich geht das rein. Und sagen wir, machen das hier hin. So, die Kröger sind im Einsatz. Ich könnte den Fliegel... richtig, ich könnte, hab gerade überlegt, ob ich jetzt noch einen Anhänger kaufen soll, aber ist eigentlich Quatsch. Ich könnte doch den Fliegel nehmen, den wir sowieso haben, und könnte mit dem Fliegel das machen. Das wäre eine Option. Und wir kaufen aber hundertprozentig noch einen Anhänger, weil über kurz oder lang müssen wir einfach noch, ne, investieren. Aber ich möchte jetzt erstmal ein bisschen was vom Kompost verkaufen, um nur zu gucken,
Bringt das wirklich den gezielten Erfolg? Oder ist das eher so eine, ja. Da ist halt schon noch was drin, ne? Das ist es halt. Weil da dauert einfach ein bisschen, bis das alles produziert ist. Aber eigentlich, ob der jetzt hier steht oder nicht, ist er nicht Wayne. Ja, wir. Der John Deere schickt den Verkehr fest. Nee, ja, alles gut. So, na, seht ihr, es ist schon jetzt mal die erste. Wie nennt sich das? Getrocknetes Getreide. Nennt sich, schimpft sich sowas. Das bringen wir jetzt ins Lager. Wir haben ja ein Lager dafür. Der Deutz Agrostar sollte aufgetankt werden. Alles klar. Er bewegt sich aber noch, oder? Ja, fährt noch. Ist er voll? Oh, der ist voll. Liebe Leute, er ist voll. Wir müssen gucken, ob das funktioniert. Ich hoffe es zumindest. Wir werden ihn dann gleich sehen, weil er muss ja dann gleich hier hinten huschen. Zu unserem. Der müsste dann hier irgendwo mal rankommen. So, wir bringen jetzt ganz kurz das getrocknete Getreide weg. Oder ins Lager. Wir haben ein Lager dafür. Das hat der Leo gar nicht gewusst, ne? Das, ja, ist halt so. Was war das? War das Schweinefutter? Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Verzeihung. Ich bin immer noch ein bisschen erkältet. Also, wenn jetzt ab und zu mal, ne? Weizen. Ah ja, das war für ne, Kartoffeln gedünst. Okay. Alles gut. Dann war das hier hinten unser Getreidespeicher, glaube ich. So, Kartoffelwaschelager ist auch schon da. Wir haben ja eigentlich alles da. Wir müssen nur mal ein bisschen arbeiten. Ne? So, das ist unser Speicher für das getrocknete Getreide. Da werde ich jetzt noch keinen Kurs einfahren. Das lohnt sich einfach noch nicht für mich. Da ist besser, wenn ich ein bisschen Geld in die Hand nehme und noch einen Anleger kaufe. Das wäre, glaube ich, vernünftiger. So, alles rein damit. Wird auch angezeigt. Digitale Anzeige, alles drum und dran. Läuft. So, und den nehmen wir jetzt, damit wir ein bisschen Kompost verkaufen. Bitte, wir werden das nur mal aufladen. Viel mehr wird sich heute nicht ausgehen, aber wir sehen uns ja natürlich morgen wieder. Oh, der fährt hier rein, ne? Mutti! Also ruhig mal blinken können. Mein Gott, Josef. Aber es funktioniert. Mich flasht es immer, dass es funktioniert. Weil du einfach davon ausgehen musst, dass es nicht funktioniert. Aber es funktioniert halt trotzdem, ne? Ja, ja. So, wir können jetzt gleich durchballern. Da fährt irgendwas nicht blockiert. Sampo. Sampo, dem müssen wir gleich helfen. Dem müssen wir gleich helfen. So, wir fahren jetzt noch schnell runter, lassen den gleich beladen, weil das Förderband ist ja an. Rein. So. Ich muss ja kurz gucken oben auf den Agrostar, ob der wirklich das entlädt, wie ich ihm das gesagt habe. Geht das hier rein? Ja, wunderschön. So, wo ist das Sampo? Ach, Gottchen. Gottchen, Gottchen, Gottchen. Aber ganz ehrlich, den kann ich so auch fertig machen. Dann kann ich in der nächsten Folge neu ansetzen. So. Okay, okay, okay. Das freut mich. Oh, liebe Leute, er ist gerade beim Ausladen. Stroh, Weizen. Moment. Ist gerade mein Förderband umgefallen. Guckt an, es funktioniert. Nice. So, wir sind hier fertig. Das war Raps. Wir werden auch auf ein weiteres Rapsfeld fahren, weil auf dem Feld 31 ist auch noch Raps. Müssen wir noch gucken, was hier in der Nähe ist. Geht das alles hier rein? Sehr schön. Okay, das heißt, die können wir erstmal, ne, parken. Läuft. Du kannst auch erstmal aus. Zack, ne? Ich muss Kosten reduzieren hier. Das läuft noch. Das läuft auch, lustigerweise. Weiß nicht, warum das jetzt läuft auf einmal. Du bist gleich da. Das werden wir auch in der nächsten Folge dann machen. Es hat das Förderband umgeschmissen. Bei solchen Situationen, ne, habe ich zum Leo gesagt, Leo, wenn jetzt irgendwas umfallen sollte oder sonstiges, ne, dann muss ich einfach zurücksetzen. Das war auch, ne, ist auch so. Das ist ein ganz klarer Fall. Das ist einfach umgefallen. Das muss zurückgesetzt werden. Da kommen wir nicht drum rum. Aber ihr seht, ne, wir haben wieder sehr viel zu tun. Ach ja. Es kann auch sein, dass wir zwischen den Folgen, ne, immer wieder ein bisschen
minimal die Zeit unterschiedlich ist und minimal das Geld unterschiedlich ist, weil wir nach den Folgen noch ein bisschen drüber quatschen und dann einfach laufen lassen. Deswegen kann es schon mal vorkommen. Aber wir sind fertig für heute. Wenn es euch gefallen hat, gerne Daumen nach oben da lassen und wir sehen uns, wenn ihr möchtet, morgen wieder zu einer weiteren Folge auf dem Micmap. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.